Hey, meine Freunde, und willkommen zu einer neuen Hall of Hero, die für euch gestern bekannt gegeben worden ist, beziehungsweise gestern wurde es bekannt gegeben, heute mache ich das Video, also einen Tag ist es bekannt. Und zwar wird es, wir schauen uns das, das war der falsche, und zwar wird es der Lichtfeuer-Typi sein, und zwar Antares. Den werden wir uns gleich gemeinsam anschauen, ob er zu gebrauchen ist, kann man ihn überhaupt gebrauchen, oder ist er eher Food? Oder ist er gut? Kann man ihn gebrauchen? Werden wir sehen. Aber bevor wir dazu kommen, erst einmal, man sieht hier, ich bin wieder in einem Greenscreen. Ich glaube, ihr kennt mich wenig mit einem Greenscreen, ne? Also die Summoners War Community kennt mich eher in den Kasten. Greenscreen, man sieht noch, hat noch ein paar Tücken. Hier ist grün, da ist grün. Moment, da. Und das wird aber erst geändert, sobald die andere Tageslichtlampe angekommen ist. Das wird noch ein bisschen dauern, vermutlich. Deswegen, müssen wir erstmal so mit klarkommen. Ich hoffe, das ist okay. Ist jetzt nicht so gravierend schlimm, würde ich sagen. Ja, die paar Schimmelflecken, da passen schon. Und ich muss sagen, dass das Overlay, also hier das mit den Wolken und da oben mit der Schrift, das wird nochmal geändert. Ich habe es zwar erst geändert, aber ich werde es nochmal ändern, da ich was ganz anderes vorhabe. Vor allem in Monster A bis Z oder in Reviews oder so. Da habe ich eine wesentlich bessere Idee, die man noch verdeutlicht, also besser verdeutlicht, euch verdeutlichen kann, wie die Monster sind. Also das ist einfach wesentlich verständlicher und alles. Und das ist mit Greenscreen wesentlich besser. Aber dazu kommen wir dann, wie gesagt, wahrscheinlich erst so nächste Woche so eher, ja. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis das kommt. Aber, naja, hey, ne? Ist halt so. Muss halt ein bisschen Zeit mit sich bringen, ne? Weil da muss ich noch ein bisschen was vorbereiten. Also, wir schauen uns jetzt aber erstmal Antares an. Und zwar der Feuerlich. Der Feuerlich findet man unter Feuer und bei den Four Stars ist ein guter Four Star. Und wir schauen uns jetzt das Ganze erst einmal die Fähigkeiten an. Fangen wir mit der ersten an. Seelenbeschwörung. Beschwört die Seelen der Toten, die den Gegner 2 bis 3 Mal attackieren. Jede Attacke senkt mit 40% das Angriffstempo des Gegners für 2 Runden. Also einem Slow und hat halt so gesehen 2 bis 3 Attacken. Um den Slow drauf zu kriegen. Für 2 Runden hört sich an sich ja gar nicht mal so schlecht an. Krater. Schadet allen Feinden durch ein seelenfressendes Loch und erholt 50% des angerichteten Schadens. Absorbiert mit 25% Chance pro Angriff 15% des Angriffsbalkens des Gegners. Das sind viele Zahlen, Mann. Schadet allen Feinden durch ein seelenfressendes Loch und erholt 50% des angerichteten Schadens. Absorbiert mit 25% der Chance. Angriffsbalken. Okay, also wie ich das jetzt verstehe, klaut er den Angriffsbalken des Gegners. Also PvP kann man schon eher sagen. Ja, ist interessant. Transzendenz. Das ist eigentlich das, was ihn ausmacht. Was an ihn noch. Naja, kommen wir gleich zu. Transzendenz. Passiv. Erhält mit 15% Chance am Ende des Zuges eines jeden Gegners einen Zug, das habe ich scheiße formuliert, erhält mit 15% Chance am Ende des Zuges eines jeden Gegners einen Zug. Wird dieser Effekt aktiv, steigt die Angriffskraft und die Crit-Rate für 1 Runde. Heißt also, er kann die Gegner cutten, ohne dass er großen Speed braucht. Das ist eigentlich alles. Das Problem ist nur, es sind nur 15%. Das ist das Hauptproblem. Und bevor wir aber jetzt zu den positiven und negativen Effekten von Antares kommen, man kann mehrere verschiedene Builds bauen, so gesehen. Also mir sind jetzt so 2 spontan so eingefallen, die vielleicht ganz cool sein werden, könnten tun. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel komplett auf die Passive geht vom Them, also wirklich komplett nur auf die Passive aus ist, ja, dass er halt cuttet und um eventuell den ersten oder den zweiten Skill zu machen, um zu slowen oder um den Attack-Balken zu klauen, ich habe es nicht so ganz verstanden, den Skill, würde ich Qualwille mit HP nehmen, denn der Sinn dahinter ist ja eigentlich nur, dass er überlebt und so oft cuttet wie möglich. Und mit Qual, er hat halt ein paar, hier zum Beispiel ein AOE, hier hat er einen Triple-Hit oder 2 bis 3 Mal, sagen wir mal Triple, wenn es gut läuft. Also er hat AOE-Effekte und halt ein Multiplier-Damage, ja, also er kann halt mehrere, also mit dem zweiten hat er ein AOE und mit dem hat er einen Triple-Hit, sag ich jetzt mal. Sprich, er hat die Chance auf Qual, den Gegner noch relativ gut zu stunnen. Und das ist etwas, was, wenn man so nur auf den Stun zum Beispiel aus ist, mit dem Qual ruhen dann, oder halt so gesehen nur um die Dots oder was auch immer da drauf zu kriegen,
könnte man eher HP, HP, HP gehen, damit Qual Wille, Wille halt ist immer gut im PvP und Qual, um ihn Gegnern auch zusätzlich zu stunnen, falls gecuttet wird. Ja, und er könnte ja zum Beispiel mit dem Angriff in der Theorie das komplette Team stunnen, wenn Despair Stun lucky ist. Eine andere Methode wäre noch, auf Damage zu gehen, was dann auch wieder Qual Wille wäre, weil wir haben schon gelernt, Antares ist eher PvP-lastig, ob Weltarena oder Superliga oder Special League oder BK oder was weiß ich. Also da ist eher PvP angesagt. Also im PvE kann man ihn so gar nicht nutzen. Also wenn ihr den da wollt, also wenn ihr euch den wirklich bauen wollt, dann eher PvP. Also Damage, Qual Wille, Attack, Crit Rate oder Crit Damage oder und Attack. Also Attack, Crit Rate oder Crit Damage, Attack. Denn Crit Rate kann interessant sein. Vor allem für Anfänger, für die Leute, die zum Beispiel den Crit-Ratenwert eventuell noch nicht hinkriegen, um auf Crit-Damage zu gehen, 70% in der Regel, würde ich eher raten, auf Crit-Rate oder meinetwegen auf Attack, Attack, Attack oder sowas zu gehen. Das würde noch gehen. Speed braucht er hingegen eher weniger, weil man ja eigentlich darauf setzt, dass er cuttet. Im Damage-Spalt ist es nur das Problem, dass er natürlich sehr squishy ist, wenn er, wenn er gecuttet wird, so sagen wir mal, und dann halt Two-Shot oder so ist, ist es natürlich ein bisschen suboptimal, aber in der Regel ist seine Aufgabe zu cutten und zu stunnen und zu halt irgendwie den Gegner noch zu blockieren. Und er hat halt diese Fähigkeit hinter jedem Zug des Gegners. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel in einem GK bist, da sind drei Gegner und die könnten auch procken. Sprich, wenn du jetzt eine Sierra hast, die prockt dreimal, hat er aber auch in diesen drei Zügen die Chance, dreimal zu cutten. Zwar nur zu 15%, aber er hat die Chance dazu. Ja, Sierra legt die Bombe, Antares cuttet. Könnte in der Regel sie stunnen. Ja, das ist halt das. Also, ich schätze, dass das so läuft. Ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber anders ergibt es für mich keinen Sinn, weil er über jeden Gegnerangriff. Und in der TOA ist es auch so, meine ich. Also deswegen gehe ich stark davon aus. Der Leader Skill ist übrigens verhöht die kritischen Monster, also in der Arena 45% Crit-Rate, ist okay. PvP haben wir gelernt. Also, positiv, Effekte, was er hat, ist nicht viel, ist eigentlich nur, dass er cutten kann mit der Passive. Das Negative, was das direkt wieder ein bisschen auscountert hat, ist nur zu 15%. 15% ist nicht viel. Ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wenn nicht, könnt ihr mich gerne korrigieren in den Kommentaren, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann er auch bei Vioprox cutten. Wenn das nicht der Fall ist, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren mich verbessern, aber ich meine, es wäre so. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ich meine, es ist so. Und was noch sehr negativ anzumerken ist, dass seine Base-Stats sehr low sind. Also er ist nicht so leicht zu bauen wie vielleicht manch anderer, das ist halt das große Problem. Und im Großen und Ganzen, gut oder food, es gibt Leute, die bauen, also gebaut haben, aber wirklich wenig, also mit denen sieht man so gut wie gar nicht. Gut, es könnte ein interessantes und ein lustiges Spielzeug sein, wenn man wirklich luckbasierende Kämpfe haben möchte, in dem Fall jetzt durch das Gekatte. Er kann natürlich mit dem Cutten echt das Game wechseln. So ist es jetzt nicht, ja. Er könnte die komplette, also er könnte euch komplett den Arsch retten, sage ich mal, durch dieses Gekatte plus gute Dispair-Stunts. In der Weltarena könnte er auch gut für Überraschungen sorgen, weil man denkt sich, Antares, was kann der denn, der Vogel? Keine Ahnung, ne? Und dann cuttet er und cuttet er und cuttet er, wenn man lucky ist. Das Ding ist einfach, er ist zu RNG-mäßig und deswegen würde ich eher tendieren. Ich meine, ich sag immer, haltet wenigstens einen auf, wenn ihr euch den farmt. Haltet einen auf, den Rest verfüttert ihn. In Lichtlicht, wenn ihr ihn habt, oder im Darklicht oder in Riegel Fuko wesentlich besser, zum Beispiel für Necro. Ne, im Großen und Ganzen Food, aber behaltet einen auf. Oder wenn ihr ein Spielzeug haben wollt oder vielleicht wirklich mal eine Überraschung haben wollt für die Gegner oder so, versucht es. Vielleicht cuttet er ordentlich und könnte euch das Game changen. Das ist halt das, was man jetzt natürlich nicht weiß, da es halt luckbasiert. Und 15% ist halt das Problem, es ist echt nicht viel. Deswegen überlegt es euch. Ich halte nicht dafür von, da denke ich mir, kann ich lieber einen Fuko oder einen Riegel oder ein Lichtlicht oder ein Darklicht geben, weil die werden einfach wesentlich, die sind wesentlich solider als ein anderes. Ich finde den nicht gut,
Könnt ihr mal gerne mal eure Kommentare in die, eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn findet. Werdet ihr euch ihn bauen? Findet ihr eher, dass er gut ist? Findet ihr, dass er schlecht ist? Würde mich mal sehr interessieren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Und viel Spaß in der Hall of Hero. Haut rein. Tschu. Und ich wünsche euch einen angenehmen Tag.